Nach oben soll es gehen. Das heißt aus Sicht der Altmärker nach Norden, und zwar am liebsten auf der fertigen A14. Von deren Baufortschritt überzeugte sich am 5. Oktober der Regionalausschuss Altmark der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Gemeinsam mit weiteren Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung aus der Prignitz traf man sich an der Baustelle für die neue Elbquerung in Wittenberge, wo die Arbeiten schon plangemäß in vollem Gange sind. Wir haben beauftragt im März diesen Jahres und sind jetzt aktuell dabei, die Bohrpfähle für die ersten Unterbauten herzustellen. Wir sind jetzt also hier am Widerlageachse 18, hier auf der Nordseite. Da werden die ersten Pfähle der insgesamt 32 Bohrpfähle für das Widerlager erstellt. Wir sind auch jetzt dabei, in den ersten Strompfeiler ebenfalls die Bohrpfähle zu erstellen. Und auch auf der Vorlandseite am Widerlager, im südlichen Widerlager, wurde auch damit begonnen, die ersten Bohrpfähle in den Boden zu bringen. Das ist tatsächlich eine Arbeit von Stunden und nicht Tagen. Es geht also voran. Sogar so gut, dass eventuell schon früher mit der Fertigung des Stahlüberbaus des Brückenträgers begonnen werden kann. Trotzdem sei gesagt, die DGES als Projektträgerin ist froh, wenn die fertige Brücke spätestens Anfang 2026 übergeben werden kann. Ortswechsel nach Seehausen, genauer gesagt zur Dibuka GmbH. Bevor Geschäftsführer Hans-Joachim Schulz das Leistungsportfolio seines Unternehmens präsentierte, begrüßte er die Teilnehmer in seinem Unternehmen und freute sich auf den Erfahrungsaustausch mit dem Ehrengast des Abends. Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens, war in die Altmark gereist, um den Unternehmern Rede und Antwort zu stehen. Sie ist nicht nur in Belangen A14 die richtige Ansprechpartnerin, auch für die geforderte Verlängerung der Querspange B190N. Die soll von Salzwedel aus nach Westen einen Anschluss an die B4 und A39 in Niedersachsen bieten. Das Projekt steht auch im Bundesverkehrswegeplan, aber ohne höchste Priorität. Also auch der Plan auf Bundesebene wird ja immer wieder aktualisiert. Und ich gehe schon davon aus, dass wenn die A14 steht, halt eben auch ein deutlich stärkerer faktischer Druck noch entstehen wird, halt eben auf die Querspange, die wir 2002 diskutiert und verhandelt haben. Ohne Querspange macht das Ganze, glaube ich, keinen Sinn. Weil Ausgangspunkt damals ist ja die Frage gewesen, ob man eine X-Variante der beiden Autobahnen plant und dann umsetzt oder diesen sogenannten Hosenträger. Wir haben damals Niedersachsen und Sachsen-Anhalt uns für den Hosenträger entschieden. Ich glaube, der sollte jetzt auch umgesetzt werden. Während für die A14 im ganzen Land Baurecht besteht und die Arbeiten laufen, macht sich hier also, sprichwörtlich, die nächste Baustelle für die IHK und Vizepräsident Stefan Korneck auf. Der gibt sich jedoch kämpferisch. Ja, wir kämpfen und meckern natürlich auch ganz, ganz konkret und auch konstruktiv, dass uns hier ein Gesamtkonzept damals als Region auch verkauft wurde und dass da jetzt etwas rausseziert wurde. Das kann natürlich so auch nicht sein. Und es gibt überhaupt keine Gründe oder Argumente zu sagen, dass diese ganz, ganz wichtige Zwischenader nicht realisiert wird. Und von daher kämpfen wir auch dafür, weil zum Beispiel die westliche Altmark von der B190N in ganz, ganz erheblichem Maße profitiert, aber auch alle anderen Nutzer der A14, die direkte Verbindung zum Ballungszentrum Wolfsburg und Braunschweig unbedingt herstellen möchte, um entsprechend Wirtschaftskraft hier auch in dieser Region weiterhin zu stärken. Und da werden wir auch langfristig weiterhin sehr aktiv bleiben. Die grobe Richtung, nämlich nach oben, ist genauso klar und gesetzt wie der Bau der A14. Das gibt genug Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen.